Die Tatsache, dass unsere Wirtschaft wirklich schwächelt, ja, dafür gibt es natürlich für Herrn Habeck und auch für Christian Lindner jede Menge Gründe. Ukraine, die Russen, alles Mögliche muss halt eben herhalten und natürlich generell die wirtschaftliche Lage weltweit. Ich wäre ja dafür, dass die beiden Herren mal gemeinsam eine Reise unternehmen. Nicht nur, damit sie sich vielleicht mal aussprechen und am Ende sich besser verstehen könnten, sondern sie brauchen dringend eine Reise, um ordentliche Nachhilfe zu bekommen. Wo? Das schauen wir uns mal an. Herzlich willkommen bei Warum und Kritisch. Mein Name ist Lil. Schön, dass du wieder Zeit für ein kleines Video hast. Ja, es geht natürlich um unsere Wirtschaft. Und die Verantwortlichen in erster Linie sind natürlich nicht nur unser Kanzler, sondern auch die Herren Habeck und Lindner. Und es gibt ja so die ersten zaghaften Prognosen von Herrn Habeck. Unfassbar. Holt doch niemanden mehr hinterm Ofen hervor, oder? Dabei gibt es tatsächlich ein Land, das ordentlich Gas gibt und das tatsächlich hier mit guten Zahlen aufwarten kann. Es handelt sich hier um Argentinien und natürlich den neuen Präsidenten Javier Milei. Über den haben ja ganz viele ordentlich die Nase gerümpft, die Art und Weise, wie er seinen Wahlkampf geführt hat, sei nun wirklich absolut unprofessionell und er sei der Provokateur ohne Ende. Ja, das ist er. Aber dieser Mensch konnte nicht nur wahnsinnig gut reden während des Wahlkampfs, sondern er setzt die Dinge tatsächlich um. Und man muss wirklich sagen, dieser radikale Sparkurs von Herrn Milei, der führt dazu, dass sehr viele Investoren mittlerweile einen Blick auf Argentinien haben. Und wenn man sich mal anschaut, was dieser Milei halt eben hier umsetzt, dann kann man nur sagen, das könnte in Deutschland niemals geschehen. Hier Beamten freizusetzen oder Staatsbedienstete freizusetzen, geht doch gar nicht. Aber Javier Milei, der macht das tatsächlich. Der Milei hat es tatsächlich geschafft, seit mehr als 16 Jahren erstmal wieder positive Wirtschaftszahlen hier uns zu präsentieren. Und woran das liegt? Na, ganz klarer Fall. Er kürzt halt eben ohne Ende. Und zwar ist es so, dass kaum eine Woche in Argentinien vergeht, ohne dass der Präsident weitere Sparmaßnahmen hier verkündet und sie anschließend auch umsetzt. Das ist nämlich das Größte halt eben. Zum Amtsbeginn im vergangenen Dezember, so heißt es bei Welt, hatte die Regierung bereits 9000 Stellen gestrichen. Zack und weg. Laut Medienberichten sollen weitere 15.000 Jobs wegfallen. Und wir reden hier wirklich hier von Jobs, die halt eben in diesem ganzen Staatsapparat bisher angesiedelt waren. Und wie macht er das? Naja, also zeitlich befristete Verträge werden erst gar nicht mehr weiter verlängert und einige Einrichtungen werden einfach geschlossen. Jetzt muss man natürlich sagen, in den vergangenen Tagen gab es wohl einige ordentliche Demonstrationen in Argentinien aufgrund dieser Bildungspolitik, die natürlich auch damit zu tun hat. Und, aber Gott, nochmal Bildungspolitik. Also ich meine, das sieht ja hier in Deutschland auch nicht wirklich besser aus, ne? Es gab ja die Meldung gestern oder vorgestern, dass halt eben 40% von Erstklässlern nicht versetzt werden können, weil die halt eben Klassenziel nicht erreichen konnten. Richtig heftig. Also kannst du so viel Bildungspolitik machen, wie du willst. Hier in Deutschland bringt auch nichts. Noch mehr Lehrer einstellen. Irgendwie bleibt das ganze Thema von der gebildeten Jugend ein bisschen auf der Strecke, oder? Aber ich meine, gut, man braucht ja auch keine Rechtschreibfehler mehr hier in die Benotung zu berücksichtigen. Jeder kann ja so schreiben, wie er will. Das nur kurz am Rande. Zurück zu Argentinien. Präsident Milei hatte im Wahlkampf im letzten Jahr den Staat als kriminelle Vereinigung bezeichnet, welche über Steuern einen Raub an den Menschen begehe. Er wolle die marktwirtschaftlichen Kräfte der Argentinier wieder entfesseln. Also der ist schon ziemlich heftig so auch in seiner Sprache während des Wahlkampfs gewesen. Und dieses Versprechen brachte ihm letztendlich den Wahlsieg. Nichts mit sozialer Marktwirtschaft, nichts mit, was weiß ich, Planwirtschaft etc. pp., sondern es geht knallhart um marktwirtschaftliche Kräfte. Gewerkschaften zeigen sich natürlich entsetzt, aber Ökonomen blicken sogar elektrisiert nach Argentinien. Und schon nach wenigen Monaten, so heißt es bei Welt, hat Milei eine neue Stimmung geschaffen. US-Unternehmen wie zum Beispiel Elon Musk stellte sogar Investitionen in Aussicht, vor allen Dingen für diesen Lithiumabbau. Den braucht er, die Lithium braucht er ja für seine Batterie, ne? E-Mobilität. Ne? Und auch eine internationale Konferenz soll Investoren und Unternehmer anziehen. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Also ich meine, Investoren hier in Deutschland,
nicht in sich, ne, kannst du lange gucken, kommt keiner. Ne? Ist ja völlig klar, weil wir halt eben nicht wirklich gute, attraktive Konditionen hier Investoren bieten können. Der Präsident geht wirklich hier mit einer Kettensäge an alte Strukturen. Denn lange war der Staat einer der zentralen Versorger für die gesamte Bevölkerung. Wie viele Staatsbedienstete es überhaupt gab, wissen auch nicht mal Experten. In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Gesamtzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Argentinien von 3,2 Millionen auf 3,9 Millionen fast verdoppelt, schätzt der Chefökonom Eugenio Mari von der Stiftung Libertad y Progreso. Die Quote liegt deutlich über dem Bevölkerungswachstum des Landes mit gut 46 Millionen Einwohnern. Diese Zahlen spiegelten eine politische Entscheidung auf höchster Ebene wider, nämlich die Ausweitung der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft. Ja, das ist natürlich völlig klar. Und ich sag mal, wenn der Staat stets und ständig hier eingreift in das wirtschaftliche Agieren von Unternehmen, dann gibt das nichts. Denn wer wird denn Staatsbediensteter? Sicherlich nicht immer nur aufgrund der eigenen Expertise, sondern vielleicht auch eher aufgrund von guten Netzwerken. Das kennen wir irgendwie auch hier von Deutschland, oder? Also wenn es danach ginge, Menschen auf irgendwelche Posten im Staatsdienst zu hieven und man würde wirklich nach der Expertise gehen, dann wäre so mancher Platz frei und nicht besetzt. Bei Welt heißt es weiter, es seien über Jahre Ministerien, Abteilungen, Agenturen und Programme von zweifelhaftem Nutzen geschaffen worden und Vorschriften hätten das Wachstum gebremst. Jo, das kennen wir doch gerade aktuell hier in Deutschland. Und man muss schon sagen, dieser Javier Milei, der greift richtig hart durch und das gibt so eine Aufbruchstimmung in dem Land. Denn ungefähr über die Hälfte der Argentinier wollen nicht mehr zurück zu den alten Gegebenheiten, wie sie denn halt eben vor der Wahl gewesen sind, ne? Mit diesen kriminellen Machenschaften der ehemaligen Regierung. Und ich sag mal, mehr wieder auf Marktwirtschaft zu setzen, das scheint wirklich eine vernünftige Idee zu sein. Und als ich das gelesen habe, dass Argentinien 9.000 Stellen im Staatsbereich hier gestrichen hat und 15.000 sollen noch weitere folgen, das hat mich so ein bisschen an Dr. Krall erinnert. Ne? Also irgendwie Stellen abbauen, Einrichtungen schließen, das Ganze wirklich verjüngen bzw. verschmalen oder verschlanken, besser gesagt, scheint irgendwie zu funktionieren. Also das ist sicherlich ziemlich gut. Und einem Land kann nichts Besseres passieren, als wenn hier ausländische Investoren sich engagieren in einem Land. Hoffnung macht aber auch die Prognose des renommierten Kine Confidence Index. Argentinien ist die große Überraschung im kürzlich erschienenen Jahresbericht. Erstmals nach mehr als 10 Jahren schaffte es das Land mit dem 24. Platz wieder unter den Top 25 der attraktivsten Länder für ausländische Investoren. Auch der IWF bescheinigte Argentinien in dieser Woche beeindruckende Fortschritte. Tja, wie findet ihr das? Es wird natürlich jetzt schon wieder versucht, von anderen Zeitschriften Argentinien ein bisschen runterzuschreiben und zu sagen, naja, das ist alles heiße Luft. Das ist bestimmt nichts Nachhaltiges, so hat zumindest das Handelsblatt versucht hier darzustellen. Aber er ist ja erst seit Dezember im Amt, dieser junge Milei, und dennoch geht es schon aufwärts. Unsere Ampelregierung ist seit 2 Jahren im Amt und hier geht es immer weiter bergab. Und von daher wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Herren Habeck und Lindner Nachhilfeunterricht mal bei Herrn Javier Milei bekommen. Ich freue mich sehr wie immer auf eure Kommentare. Ich glaube, es funktioniert gerade im Moment mit den Kommentaren. Und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag, wo immer ihr gerade seid. Bis auf ganz recht bald, wenn ihr wollt. Tschüss, eure Lil.